Es geht weiter mit einer schönen, schaurigen Folge Alan Wake Remastered. Wir sind jetzt im dritten Kapitel angekommen, so gerade eben. Und schauen wir mal, wie das Gruseln weitergeht. Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Okay. Wie ich schon sagte, Elle, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug in der Zeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Er redet noch weiter. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Barry hat ja eine Menge Infos, muss ich schon sagen. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Hm. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Hauptsache, ich habe gleich genug Batterien für die Taschenlampe. Das ist das Wichtigste. Komm, Randolph, gib dir Mühe. Also, wenn der von diesen Schattentypen angegriffen wird, dann braucht er aber göttlichen Beistand. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Elle, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Na. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor sie gekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Die Lampenlady. Trifft man ja überall an den Lichtschaltern. Na komm. Gib dir Mühe. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Okay. Gehen wir mal klopfen. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Oh, oh. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh, ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Ja, die steckt doch schon mit der alten Dame unter einer Decke. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, Da war was im Trinken. Barry! Was? Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau.
Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Okay. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Die ist echt spooky. Okay. Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Komm, Barry. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ja, und nun? Ja, genau. So verdammt gut. Ah, ja. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Nein. Zeit drängte. Manuskript? Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Okay. Na. Wollen wir mal zum Auto. Zum Auto gelangen. Da ist er. Der Große. Der Kerl hat so keine Ausdauer. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain. Sind ganz schön aggressiv, die Jungs. Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ganz schön aggressiv. Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Ja, nein. Schlecht. Keine Taschenlampe. Und der Typ hat eine Ausdauer wie ein 90-Jähriger. Ja, er ist schon wieder am Ende. Komm schon, mein Freund, lauf! Da! Nein! Versuchen, hier durchzukommen. Wo ist der hin? Boah, nicht gut. Ja, genau. Verteilt euch. Ich sehe nicht. Komm, alter Mann, gib alles. Keine Taschenlampe, keine Waffen und auf der Flucht. Er ist weg! Los Leute, wir müssen ihn abfangen! Okay. Das Dunkle schläft. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief, und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt,
in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Ich könnte auch einfach F5 drücken. Oh nein, jetzt kommen auch noch die Typen, ne? Ist mir euer Ernst. Oh nein, ich muss ins Licht. Was auch immer da kommt. Wie wär's mit einer Waffe? Tja, jetzt haben die Bullen das Problem am Arsch. Durchsuch das Gebiet. Bleib Wasser. Da ist Licht. Oh nein. Was ist das da? Oh nein. Lauf schneller! Toll! Die kriegen es richtig ab. Ja, genau. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Ja, was machen? Gehen wir hier durch die Büsche? Oh nein. Da ist Licht. Der kann schon wieder nicht mehr. Geh da hoch. Gibt's hier was? Ach, hier, James. Mulligan, Thornton, bitte kommen, Ende. Thornton hier. James, wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Mulligan, pass mal. Was? Komm schon. Hinsetzen, geben Sie mir das. James, Mulligan hier, Ende. Ach, sprechen Sie, Mulligan, Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan. Ende. Na, wie auch immer. Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht. Ende. Naja. Verstanden. Bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Oh ja, doch, bitte. Die hat auch so einen Trunk gekriegt. Na. Kann man da durchgucken? Ah ja. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Okay. Da müssen wir bestimmt hin. Und was haben wir hier noch? Ich sag ja, die haben es richtig abgekriegt. Okay, gehen wir weiter. Uiuiuiui. Langsam hätte ich mal gern meine Taschenlampe. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Bergwerk. Oh Mann. Ja. Natürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Kriegst Licht? Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Ja, das ist toll.
Zack, Thermosflasche. Ach ja, okay, hier wieder so ein alter Generator. Jetzt aber. Den richten wir jetzt auf das Türchen aus. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Na okay. Das Tor zerstören. Ja, aber vielleicht liegt hier ja noch was. Kann so viele mal übersehen hier. Ja, toll. Das Tor zerstören. Aua! Aua, aua. Ja. Das ist nicht gut. Leute, das ist nicht gut. Treten. Treten ist gut. So gerade eben gehalten hat das. Waffen bitte. Oh nein. Taschenlampe. Ha! Das war Nummer 1. Und 5 Batterien, da gleicht das 2. Nicht? Schön sparsam. Ich brauchte einen Moment, um die Blendgranaten. Boah. Sie kamen mir sehr gelegen. Blendgranaten. Zum Radiosender gelangen. Sie hat das Recht. Ja, das ist sehr praktisch. Wenn man keine Waffen hat. Boah, ich sehe nichts. Ja, toll. Toll. Sind sie weg? Aha. Eine Batterie. Nur Blendgranaten. Die machen es einem aber auch nicht einfach gerade. Ist hier noch was? Nein. Na gut, dann hören wir mal, was der hier zu sagen hat. FFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Also die sind alle tot. Wirklich? Das klingt nicht nach einer Party? Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Okay, weiter geht's. Das ist ja noch ein ganzes Stück. Ein ganzes Stück. Aua, aua. Boah, ja, genau. Boah, das ist hammerhart.